Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Israel Heute TV-Magazins direkt aus Jerusalem. Wir sprachen für unsere Jerusalem-Tag-Live-Sendung mit Zeitzeugen, Experten und bekannten Persönlichkeiten. Auch diese Ausgabe ist dem Thema des 50. Jahrestages der Wiedervereinigung von Jerusalem nach dem Sechstagekrieg 1967 gewidmet. Der Knesset-Abgeordnete Jehuda Glick wird von vielen als Rechtsextremist angesehen, weil er unter anderem für den Besuch des Tempelbergs plädiert. Jedoch sieht er seine Rolle im israelischen Parlament als von Gott gegeben an, um soweit es geht Änderungen vorantreiben zu können. Des Weiteren setzt er sich aber auch für eine Verständigung zwischen Israelis und Palästinensern ein. Machen Sie mit uns einen Rundgang durch den Jerusalemer Machane Jehuda Markt nach den gewöhnlichen Öffnungszeiten der Stände. Rabbi Schmuel Rabinovitch, der Rabbiner der Klagemauer und der heiligen Stätten in Israel, seitens des israelischen Oberrabbinats erklärt, warum Juden nicht den Tempelberg betreten sollten. Dennoch heißt dies nicht, dass dieser Berg nicht dem jüdischen Volk gehöre. Durch das jetzige Nichtbetreten erhalte das Volk eine viel stärkere Verbindung zum Tempelberg. Zum Abschluss sehen Sie unseren Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu und seine Frau Sarah während des Besuchs des US-Flugzeugträgers USS George H.W. Bush, der Anfang Juli für 4 Tage vor Haifa ankerte. Zum ersten Mal seit 17 Jahren besuchte eine solche schwimmende Stadt Israel. Der Besuch wurde durchgeführt, um die Beziehungen zwischen den USA und Israel und um den Einsatz der beiden Nationen für Stabilität in der Region zu stärken. Shalom, Jehuda Glick ist ein orthodoxer Rabbiner, jüdischer Siedler, Tempelberg-Aktivist und Knesset-Abgeordneter der rechten Likud-Partei und vor allem ein Vater von 8 Kindern. Theoretisch ist er ein Extremist, aber praktisch hilft er Palästinensern. Darunter den palästinensischen Arzt Abu El-Ayash, der vor 8 Jahren 3 Töchter in Djebali im Gazastreifen verloren hat, als 2 israelische Panzergranaten aus Versehen sein Haus getroffen haben. Ich bedanke mich, dass Jehuda Glick heute bei uns ist und sage ihm Shalom. Shalom. Was machen Sie in der Knesset? Was ich in der Knesset mache? Ja, in einem Satz. Ich frage mich auch, was ich in der Knesset mache. Gott hat mich wahrscheinlich hingeschickt. Denn wenn ich dort bin, sieht es so aus, als wolle er mich dort haben. Er wollte, dass ich die Aufgabe so erfülle, wie ich sie verstehe. Einer der Namen des Allmächtigen ist Friede. Und wir sind hier, um seinen Frieden auf der Welt zu verbreiten. Wenn Sie über den Frieden sprechen, was genau meinen Sie damit? Frieden bedeutet, zu versuchen, ein Weltsystem aufzubauen, wo alle eine Win-Win-Situation spüren. Alle nehmen wahr, dass sie respektiert werden, dass sie einen Platz haben und dass ihnen zugehört wird. Dass das Gesamtbild niemals nur von einem Winkel aus betrachtet wird, sondern es ist eine Harmonie. Und in meinen Augen ist das mein sehnlichster Wunsch. Aber sagen Sie mir, ist das nicht eine Fantasie, so etwas hier in Israel zu suchen? Überhaupt nicht. Ich bin fest davon überzeugt, dass uns der Allmächtige anders geschaffen hat, denn es ist sein Wille, dass wir das Bild aus einem anderen Winkel zeigen, und die vollständige Realität ist der Wille des Allmächtigen. Sie sind sehr aktiv bezüglich des Tempelbergs. Erklären Sie uns bitte, warum Juden heute auf den Tempelberg zum Beten gehen müssen. Das ist ein Beispiel. Sie haben gefragt, was Frieden bedeutet. Der Tempelberg ist unser Ziel. Wir sind als Teil des Plans des Allmächtigen, der in den Büchern der Propheten erscheint, in das Land zurückgekehrt. Der Allmächtige sagt, ich wähle euch von allen Völkern und bringe euch in das Land zurück, und ihr werdet ein Zeichen und ein Symbol des Friedens für die Welt sein. Der Tempelberg, der für alle Gläubigen der Torah die heiligste Stätte der Welt ist, hat eine Bestimmung. Seine Bestimmung ist es, ein Haus des Gebets für alle Völker zu sein, das heißt, wir sind in der Lage, einen Platz zu nehmen, der für alle Religionen heilig ist, und zu sagen, kommt her, lasst uns diesen Platz zu einer Stätte machen, wo jeder nach seinem Glauben zu Gott betet. Aber wir haben einen Platz, der zeigt, dass es einen Gott auf der Welt gibt. Sie kennen viele Palästinenser. Fühlen diese Palästinenser dies auch so? Ich mache alles, was in meiner Macht steht, um ihnen dieses Gefühl zu vermitteln. Leider meinen viele Menschen, die sehr viel über den Frieden sprechen, es sei umgekehrt. Sie sagen, lasst uns eine Trennung machen, geht weg von hier. Das heißt, sie lieben die Palästinenser nicht, sondern hassen sie. Und daher sprechen sie sich für den Mauerbau aus, denn wir wollen sie nicht sehen, weil wir sie hassen. Und das nennen sie Frieden. In meinen Augen ist das eine Verzerrung. Frieden bedeutet, dass wir mit ihnen leben. Das heißt, ich möchte, dass der Palästinenser, der in einem Dorf neben meiner Siedlung lebt, dieselben unbegrenzten Möglichkeiten hat, wie ich sie habe. Den ganzen Gewinn, so wie ich ihn wegen des Lebens im jüdischen Staat habe. Das ist unser Wunsch, unser Wille, hier zusammen in Frieden zu leben. Jenseits der grünen Linie befinden sich um die 2 Millionen Palästinenser und 1 Million Juden, die nicht verschwinden werden. Es ist unser Schicksal, zusammen zu leben. Wir müssen dafür sorgen, die Lebensqualität aller Bürger zu verbessern. Sagen Sie mir, warum hören wir diese Stimme nicht in den Medien und warum werden wir der Apartheid beschuldigt? Weil die palästinensischen Politiker ein Interesse daran haben. Tatsache. Es gibt Menschen, die noch immer in Flüchtlingslagern leben. Warum? Weil ihre politische Führung ein Interesse daran hat, dass sie so weiterleben werden, denn das erzeugt das Gefühl der Diskriminierung, der Armut. Wobei die Führung, von der jeder weiß, dass sie korrupt ist, den Terror unterstützt und gegen jede Form der Menschenrechte ist. Und diese Führung ist das Haupthindernis zwischen dem Fortschritt der palästinensischen Bevölkerung und dem Bestehen einer hohen Lebensqualität. Gaza ist meiner Meinung nach das beste Beispiel dafür. Im Gazastreifen existierten blühende jüdische Orte. 25% des landwirtschaftlichen Exports Israels kam von dort. Wir haben die Orte geräumt, haben die gesamten landwirtschaftlichen Systeme dort gelassen, die Treibhäuser, die Wasseranlagen, alles, was die Palästinenser mithilfe der 10 Milliarden Dollar, die sie von der internationalen Gemeinschaft bekommen haben, gebraucht hätten. Alles, was sie hätten tun müssen, war, den Wasserhahn zu öffnen. Sie hätten aufblühen können. Doch anstattdessen haben sie einen neuen Wirtschaftszweig geschaffen, den Bau von Terrortunneln. Milliarden von Dollar, die sie von der Welt erhalten haben, um sich zu entwickeln, haben sie in den Terror investiert. Ich möchte zum Thema Tempelberg zurückkehren. Wenn man über den dritten Tempel spricht, was ist damit Ihrer Meinung nach gemeint? Der Bau des Tempels? Wie verstehen Sie diesen Begriff? Wir sehen, wie die Worte der Propheten aus der Tora kommen und sich verwirklichen. Und was uns jetzt noch bleibt, ist die Umsetzung der nächsten Aufgabe, den Tempelberg, weil er für alle heilig ist, in einen Ort zu verwandeln, der die Einheit dieser Heiligkeit ausdrückt. Sehen Sie die Möglichkeit, dass der Tempel in der Nähe einer Moschee stehen wird? Die Tora spricht von unserer Berufung, ein Gebetshaus für alle Völker zu errichten. Das heißt nicht, dass alle Völker zum Judentum konvertieren, im Gegenteil. Jedes Volk bewahrt seine Besonderheit und zusammen dienen wir Gott an einem Ort. Das ist das Schöne dabei. Die Geschichte lügt nicht, der Mensch lügt. Wie können Sie es sich erklären, dass Menschen, die Geschichte verstehen, noch immer zu dem Schluss kommen, dass wir eine Besatzungsmacht sind und bezüglich des Tempelbergs und Jerusalem angeblich keine Rechte haben? Das ist ziemlich lächerlich. Jerusalem ist die Hauptstadt des jüdischen Volkes seit Tausenden von Jahren. Seit Tausenden Jahren sagt jeder Jude unter dem Traubaldachin bei seiner Hochzeit, vergäße ich dein Jerusalem, so verdorre meine Rechte. In jedem Gebet, 3-mal am Tag, ist Jerusalem das Zentrum. Das heißt, es ist eine Tatsache, ob die Welt das respektiert oder nicht. Die Welt muss sich entscheiden, ob sie für die Realität relevant sein möchte oder nicht. Jerusalem ist die Hauptstadt des jüdischen Volkes und des Staates Israel. Sie haben fast mit Ihrem Leben bezahlt, für ein Ziel, für das Sie leben und atmen, wofür Sie sich mit Ihrer ganzen Kraft einsetzen. An was können Sie sich von diesem Moment erinnern? Das war doch vor etwa 2 Jahren? Es war vor 2,5 Jahren, am 29. Oktober 2014, kurz nach 10 Uhr abends. Es kam ein Mensch von der Sorte, die glauben, Gott sei exklusiv, und dieser entschied sich, das Leben eines anderen Menschen zu nehmen. Ich bin sehr froh darüber, dass er tot ist und ich lebe. Ich bin froh, dass sich Gewalt nicht auszahlt. Ich bin froh, dass der Terror keine Erfolge hat. Und wir schreiten weiter vorwärts. Und im Laufe der Geschichte hat das jüdische Volk dies erlebt. Man hat versucht, uns zu verletzen, bis vor etwa 80 Jahren ein Land die Endlösung beschloss. Aber Gott sei Dank leben wir heute hier. Das Dritte Reich existiert nicht und wir werden weiterleben. Ich habe 8 Kinder und 7 Enkelkinder. Jeder einzelne von ihnen ist die siegreiche Antwort darauf, dass jeder, der versuchte, uns zu vernichten, scheiterte. Die Kraft des Lebens ist millionenfach stärker als die Kraft des Tötens. Das Licht und das Gute sind milliardenfach stärker als die Dunkelheit und der Hass. Wir feiern heute 50 Jahre seit der Wiedervereinigung von Jerusalem. Haben Sie vielleicht einmal darüber nachgedacht, was gewesen wäre, wenn wir Jerusalem vor 50 Jahren nicht befreit hätten? In was für einer Lage wären wir heute? Ich schaue auf Jerusalem. Vor 50 Jahren war in der Mitte der Stadt eine Mauer, Stacheldrähte und Soldaten, die aufeinander schossen. Heute existiert das nicht. Heute betrittst du in Jerusalem ein Hotel, ein Krankenhaus, eine Apotheke, die Universität. Du siehst ein Zusammenleben, einer mit dem anderen, Juden und Araber. Du siehst, dass diese Stadt aufblüht und wächst, sich weiterentwickelt. Du kannst nur froh darüber sein, dass wir diesen Krieg gewonnen haben. Denn wenn ich mich umschaue, sehe ich die Situation in den arabischen Ländern. Der arabische Frühling, ein totaler Zusammenbruch, ein pausenloses Morden. Und Gott sei Dank, bei uns lebt man, entwickelt sich weiter mit voller Zusammenarbeit. Ich sage nicht, dass wir hier nichts zu verbessern haben. Natürlich ist es klar, dass wir da noch einiges an Arbeit vor uns haben. Ich danke Gott jeden Augenblick für das Recht, dass wir Jerusalem wieder vereinigen und sie zu einer vereinigten Stadt des Friedens machen konnten und nicht zu einer Stadt des Krieges. Erzählen Sie mir bitte von Ihrer Freundschaft. Einerseits werden Sie als rechter Extremist angesehen, als Siedler, aber Sie haben genauso ein Herz für die Palästinenser wie für die andere Seite. Jeder Mensch, der keine Empfindung gegen Mord und Trauer hat, sollte zum Arzt gehen, denn der Allmächtige hat uns mit dem Gefühl der Sympathie Menschen und Trauer gegenüber geschaffen. Und es ist natürlich sehr tragisch, dass in einem gerechtfertigten Krieg unschuldige Menschen ums Leben kommen. Ein Grund für große Trauer. Eine letzte Frage zum Schluss. Gibt es eine Lösung für den Konflikt mit den Palästinensern? Ich meine eine praktische Lösung. Man kann eine Teilung machen, aber alles steht und fällt mit dem Thema des Tempelberges. Wir werden den Palästinensern nicht nachgeben und die Palästinenser werden uns nicht nachgeben. Also ist alles von vornherein zum Scheitern verurteilt? Wenn jemand meint, dass es die Lösung sei, dass eine Seite nachgeben muss und die andere Seite nicht, dann irrt er sich. Wir müssen versuchen, das Gegenteil zu erreichen. Wir müssen versuchen, eine Win-Win-Situation zu erreichen, mit der alle zufrieden sein werden. Gott sei Dank haben wir Friedensverträge mit benachbarten Ländern abgeschlossen und heute hat es die Welt verstanden, dass wir eine Tatsache sind. Wir werden nirgendwo anders hingehen. Nun stellt sich die nächste Frage. Werden wir großzügig genug sein, die anderen mit einzubeziehen und werden die Palästinenser klug genug sein, um zu verstehen, dass die Realität schon da ist? Wir sind hier und es lohnt sich für sie, das Beste aus dem Zusammenleben mit uns für sich zu machen, anstelle eine Ideologie des radikalen Islams voranzutreiben, zu verstehen, dass Gott mit einbezogen ist. Und wenn sie mit uns zusammenarbeiten, können wir alle die Waffen niederlegen und die gemeinsamen Kräfte dazu benutzen, ein noch größeres Werk hier aufzubauen, als wir es schon heute haben. Welche Bedeutung hat der 50. Jahrestag der Wiedervereinigung für Jerusalem? Jerusalem befindet sich im Herzen eines jeden Juden. Der Prophet sagte, sprecht im Herzen zu Jerusalem, und so wird sie euch rufen. Dies war ein Traum, der Lebensweg von Juden in der ganzen Welt. Hier in meinem Büro habe ich Stempel mit der Abbildung der Klagemauer, Briefe mit dem Bild der Klagemauer, Büchsen mit der Klagemauer darauf, ja, sogar einen Brieföffner mit dem Bild der Klagemauer. Das war der Traum. Und zu unserer großen Trauer konnten wir jahrelang nicht hierher kommen, 19 Jahre lang. Mein Vater wurde 200 Meter von diesem Ort geboren, von hier, dem Büro, wo wir gerade sprechen, und im Alter von 4 Jahren schickten die Jordanier ihn von hier weg. Sie ließen die Juden nicht mehr an die Steine der Mauer heran. Und durch Gottes Gnade gewannen wir das Vorrecht, wieder an diesen Ort zurückkehren zu können. Das ist sehr aufregend, und wir glauben deshalb, dass wir auf dem rechten und richtigen Weg sind. Denn dieser Platz gehört uns. Hier begannen die Grundlagen des jüdischen Volkes. Abraham, unser Vater, Yitzchak, unser Vater, und der Traum unseres Vaters Jakob. König David, der hier seine Stadt baute. Der erste Tempel, der zweite Tempel, es ist ohne Zweifel ein sehr eindrückliches Erlebnis seit der Rückkehr unseres Volkes nach Zion. Dennoch sehen wir, wie der Staat Israel zögert, insbesondere wenn es um den Tempelberg geht. Der Zutritt für Juden ist eingeschränkt, das Beten auf dem Tempelplatz ist nicht erlaubt und die Klagemauer ist ja eigentlich nur der Vorhof zu dem eigentlichen Platz. Ich werde meine Antwort in 2 Teile aufteilen. Der erste Teil ist meine Weltansicht. Ich vertrete das israelische Oberrabbinat, und dieses Oberrabbinat hat seit Generationen das Betreten des Tempelberges ausdrücklich verboten. Das heißt nicht, dass der Tempelberg nicht uns gehört, er gehört uns und nur uns. Aber weil er uns so heilig ist und wir rituell unrein sind, können wir ihn noch nicht betreten. Jeder Jude betet 3-mal am Tag, und lass unsere Augen deine Rückkehr nach Zion in Gnade erleben. Wenn er unseren gerechten Messias schicken wird, dann werden wir nach den Worten, ich werde euch mit reinem Wasser besprengen, wieder rituell rein sein und den Tempelplatz betreten können, sodass unser jetziges Nichtbetreten in keiner Weise unseren Anspruch auf den Tempelberg vermindert. Genau das Gegenteil ist der Fall, denn so bekommen wir eine viel stärkere Verbindung zum Tempelberg. Im Jahr besuchen etwa 11 Millionen Menschen die Klagemauer. Der Großteil von diesen sind Juden. Wie viele Juden betreten im Jahr den Tempelberg? Einige 10.000. Das ist alles. Betreffs der Angelegenheit des Gebets auf dem Berg sagte ich den Moslems, dass derjenige, der den Juden den Zutritt verweigert, damit beweist, dass er weiß, dass dieser Platz nicht ihm gehört. Wir erlauben allen und jedem, die Klagemauer zu betreten. 19 Jahre war es den Juden unmöglich, die Klagemauer zu besuchen. Und als wir 1967 wieder zurückkamen, öffneten wir diesen Ort für alle Menschen. Sie gehört nur uns, und dennoch lassen wir jeden hinein, Juden, Christen, Moslems, alle. Denn wer sich als Eigentümer sieht, kann dieses anderen öffnen, da er keine Angst und kein Problem damit hat, dass ihm etwas gestohlen werden könnte. Nur wer etwas Angst davor hat, dass ihm etwas gestohlen werden könnte, versteckt dies. Und wenn die Moslems demzufolge Juden das Beten auf dem Tempelplatz verbieten, bedeutet dies, dass sie nicht an das, was sie behaupten, glauben, dass der Tempelplatz angeblich nur ihnen gehöre. Ja, mehr noch, tief im Innern ihres Herzens wissen sie, dass sie nicht im Recht sind und der Tempelberg dem jüdischen Volk gehört. Sie wissen, dass dort seinerzeit der erste und der zweite Tempel standen und dies der eigentliche Grund ist, Juden das Beten zu verbieten. Deshalb müsste man sich auf staatlicher und politischer Ebene eigentlich darüber keinen allzu großen Kopf machen. Dies ist jedoch ein sehr, sehr empfindlicher Ort. Was ist für den Jerusalem-Tag geplant? Irgendwelche speziellen Events hier an der Klagemauer? Ja, sicher. Das Volk wird in Massen herkommen und sich freuen und dem Allmächtigen danken. Wir werden ihm singen und ihn bitten, dass er uns seinen Tempel bauen möge, dass er uns bald die endgültige Erlösung schickt. Gibt es sonst etwas Spezielles? Ja, den Fahnentanzmarsch, eine Sitzung des Regierungskabinetts. Es werden tausende Menschen kommen, um Gott zu danken und zu beten. So sagst du also, dass der Tempel zur richtigen Zeit gebaut werden wird? Es herrscht keine Eile diesbezüglich? Ich weiß es nicht. Der Tempel wird vom Allmächtigen erbaut werden. Er weiß, wie er seinen Tempel bauen will und braucht dazu keinerlei Hilfe, weder von Juden noch Nichtjuden. Niemand. Der Allmächtige hat seine Welt erschaffen, er regiert seine Welt. Er weiß, wie sich seine Welt verhalten und wie seine Welt dirigiert werden soll. Und er weiß dies natürlich viel besser als wir alle. Also alle, die sich heute auf den dritten Tempel vorbereiten, das ist umsonst? Nein, dies ist sehr gut und wichtig, sich mit dem Tempel auseinanderzusetzen, die Vorschriften diesbezüglich zu lernen und sich darauf vorzubereiten, dafür zu beten und zu bitten. Das ist alles richtig. Den Bau selber überlassen wir aber dem Allmächtigen. Wenn es nun nur von dir abhängig wäre, würdest du dann den Juden das Gebet auf dem Tempelberg erlauben? Wer bin ich, dass ich mich gegen das jüdische Gesetz stellen sollte? Ich sagte nur und sage es nochmals, dass die Moslems mit ihrem Verhalten den Juden, das dortige Beten zu verbieten, sich verraten, dass sie wissen, dass dieser heilige Ort nicht ihnen gehört. Wie steht es mit den Reformjuden? Konnte inzwischen ein Abkommen zwecks des Gebets an der Klagemauer erreicht werden? Dies ist die Aufgabe der Regierung von Ministerpräsident Netanyahu und Minister Zachi Hanegbi und ich hoffe sehr, dass sie dafür eine Lösung finden werden. Was ist Ihre Einstellung dazu? Erst wenn eine Lösung oder Entscheidung getroffen werden konnte, werde ich meine Meinung dazu bekannt geben, denn ich kann doch nicht meinen Standpunkt zu etwas sagen, was ich nicht weiß. Jerusalem ist die Stadt, die das jüdische Volk vereint, aber auch für die ganze Welt von Bedeutung ist. Die Einheit und Besonderheit Jerusalems ist eine Botschaft für die ganze Welt. Wir wissen, sie zu beschützen und sie auch für alle zugänglich zu machen, Juden, Christen und Moslems. Und wir sind uns bewusst, wie wir sie zu einer Stadt des Friedens umändern können. Wir haben dies in den vergangenen 50 Jahren bewiesen und werden dies auch weiterhin tun. So the ship has 20, it has they never fuel, ever. So the ship has 23 years worth of uranium. We do take fuel for the aircraft each day, but for the ship is refueled in the middle of its service life. So let's take a look at our aircraft there. And it's very beautiful. Wow, Haifa. You know, Sarah was born. First day to realize now. These are the hornets stack. Okay. What am I supposed to do with it? Favorite spot is Jerusalem. Everybody knows Jerusalem, but unplug it. Sie können die Druckausgabe oder die digitale Online-Ausgabe unseres monatlichen Nachrichtenmagazins Israel Heute abonnieren. Weitere Informationen dazu bei unserer kostenlosen Telefon-Hotline 00800 60 70 70 60 direkt in Jerusalem sowie auf unserer Homepage im Internet www.israelheute.com. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Shalom aus Jerusalem. Machen Sie es gut. Für die Unterstützung unserer TV-Arbeit Christliche Media Stiftung IBAN DE 31 5206004100050002222 BIC G ENODEF1EK1 Als Verwendungszweck geben Sie bitte Folgendes an: Spende, Israel Heute TV und Ihre Adresse. Diese Spende ist steuerlich absetzbar.